Herzlich willkommen zu meinem Infoprojekt. Um den Code besser verstehen zu können, sehen wir doch erstmal, was passiert. Hier dient der Draht als Ersatz für einen Schalter. Als erstes wird der Text Porky eingeblendet, woraufhin Porky anfängt einzulaufen und anschließend auch wieder stoppt. Wenn man den Schalter nicht betätigt, bleibt Porky stehen. Sobald man den Draht aber berührt, fängt er an loszulaufen, womit er wieder aufhört, sobald man den Draht dann wieder loslässt. Hier noch ein kurzes Bild meines Fritzing-Schaltplans. Kommen wir nun zum Code. Zuerst habe ich die Standardbibliotheken eingebunden und anschließend eine .h-Datei, die Porkys einzelne Frames in Form von Arrays enthält. Dann habe ich ein paar Variablen initialisiert, für zum Beispiel die Touch-Sensor-Funktion oder die einzelnen Delay-Werte, wie lange ein Frame läuft. VoidMove ist eine Funktion, die Porkys Bewegungsframes enthält und später im Loop abgerufen wird. Im Endeffekt besteht jedes Frame aus 4 Zeilen. Als erstes muss man immer Displays, .drawBitmap mit dem Inhalt für X- und Y-Position, der Bitmap-Datei, Anzahl der Pixel in X- und Y-Richtung und am Ende dann noch die Farbe der Pixel. Display.display, um das Frame anzuzeigen, Delay, wie lange das Frame in Millisekunden angezeigt werden soll und ClearDisplay, um Platz für das nächste Frame zu machen. Dieses Muster wiederholt sich jetzt für jedes Frame, um eine Bewegungsanimation zu bekommen. Hier sieht man noch die Funktion für das Stehen von Porky und auch sein Stoppen. Hier benutze ich wieder das gleiche 4-Zeilen-Muster wie davor. In der ersten Vorschleife des Loops lasse ich den Text Porky abscrollen. Jeder, der Englisch versteht, wird hier kein Problem haben, den Code für das Scrollen zu verstehen. In der zweiten Vorschleife lasse ich Porky einlaufen. Dies habe ich mit der globalen Variable m, welche die x-Position des jeweiligen Bitmaps angibt, getan. Jedes Frame verschiebt sich 2 Pixel nach rechts. In der nächsten Vorschleife lasse ich Porky in die Mitte rutschen. Dies mache ich über das gleiche Verfahren wie in der Einlaufschleife. Die erste Do-While-Schleife lässt Porkys Stehen-Funktion ablaufen, bis der Touch-Sensor bzw. der Draht berührt wird. Ist dies der Fall, wird die Bewegungsfunktion abgerufen. Für einen flüssigeren Ablauf habe ich nach der Do-While-Schleife noch ein Frame eingefügt, woraufhin dann die Stopp-Animation 4-mal abgerufen wird, die wieder von einem Frame für einen flüssigeren Übergang gefolgt ist. Das war mein ganzer Programmcode. Ich hoffe, es hat euch gefallen.